Von Normalität kann noch nicht die Rede sein, dennoch bewegen sich die Zahlen auf dem Arbeitsmarkt langsam auf Vor-Corona-Zeiten zu. Im Agenturbezirk Cottbus ist die Arbeitslosenquote im Vergleich zum April um 0,3 Prozentpunkte gesunken. Sie liegt nun bei 6,1%. Nicht mehr weit entfernt vom bundesdeutschen Schnitt. Man gehe davon aus, dass der Trend auch in den nächsten Wochen anhält. Es ist leider noch nicht ganz wieder so wenig wie im Mai 2019. Aber ich glaube, da brauche ich kein großer Prophet zu sein. Wenn die Entwicklung weiter anhält, dann dauert es nur noch einige wenige Wochen. Dann können wir wieder sagen, die niedrigste Arbeitslosigkeit seit 30 Jahren. Das wird, wie gesagt, kurz bevorstehen, denn die Arbeitgeber scharren mit den Rufen. Wir haben etwa 1200 Arbeitsstellen gemeldet bekommen im Mai. Das ist ungefähr so viel wie vor der Pandemie auch. Also wenn der Lockdown nun wirklich beendet wird, wenn alles wieder gut wird, wenn die Menschen geimpft sind, dann wird die Entwicklung so sein wie vorher auch. Monat für Monat geht die Arbeitslosigkeit nach unten. Damit beginne auch wieder der Kampf unter den Betrieben. Vor allem in der Gastronomie und im Einzelhandel werden wieder vermehrt Mitarbeitende gesucht. Aber auch in der Logistik und der Bauelektrik ist die Nachfrage nach Fachkräften hoch. Bei den Jugendlichen sieht die Lage bereits jetzt gut aus. Mit 4,2% liegt die Arbeitslosenquote bei den unter 25-Jährigen deutlich unter Bundesschnitt. Und auch die Entwicklung auf dem Ausbildungsmarkt ist vielversprechend. In diesem Jahr sind im Cottbuser Agenturbezirk rund 250 Lehrstellen mehr ausgeschrieben als noch in den letzten beiden Jahren. An die Jugendlichen, die jetzt aus der Schule kommen und gerne eine Ausbildungsstelle hätten, kann man nur sagen, hey, ihr habt die allerbesten Chancen. 2500 Bewerberinnen und Bewerber um Ausbildung treffen auf 3500 Ausbildungsstellen. Die Jugendlichen können sich wirklich etwas aussuchen, was zu ihnen passt. Bewerber freut die große Auswahl, Betriebe müssen sich hingegen ins Zeug legen. Etwa durch eine bessere Ausbildungsvergütung, aber auch durch Sonderleistungen abseits davon. Besonders häufig werden zurzeit Auszubildende im Einzelhandel und im Verkauf gesucht.